Hallo liebe Ladies und auch willkommen liebe Herren auf dem BodyIP Frauenkanal. Ich habe mir mal überlegt, ich zeige euch mal, dass man auch gesund und ja, fitnessgerecht in einer Diät essen gehen kann. Wir machen das natürlich auch. Wir gehen sehr gerne essen und genießen das auch total. Aber man muss natürlich einfach, wenn man etwas figurbewusster auch essen geht, ein bisschen gucken, wo kann man seine Kalorien noch einsparen und das trotzdem irgendwo diätgerecht handhaben. Ja, und ich stelle euch heute einfach mal so ein paar Gerichte vor, die ich mir aussuche, wenn wir essen gehen. Und fange da direkt mal an mit meinem Platz 5. Statt einen Burger oder ja, gehen wir gerne dann einfach mal, wenn es auch schnell gehen muss vielleicht, zu Subway und wählen da ein zum Beispiel Chicken Breast mit Vollkornbrot und einer Joghurtsoße. Ja, das Ganze auch ohne Käse. So spart man da auf jeden Fall schon allerhand Kalorien. Simon hat dazu auch schon mal ein Video gemacht, wie das Subway Baguette sozusagen ganz gut auch in eine Diät passen kann. Beziehungsweise nicht Diät, ja, also, sondern einfach in eine figurbewusstere Ernährungsform, sag ich mal. Und genau, also da so ein Chicken Breast zum Beispiel passt da ganz gut rein. Genau, da ist schön Salat dabei, Chicken Breast und nur eine Joghurtsoße, kein Käse. Dann ist das ganz adäquat im Vergleich zu einem Burger. Mein Platz 4 ist Sushi. Sushi, gutes Sushi und das nicht überbacken natürlich, passt super in eine fitnessgerechte Ernährung. Wenn man mal essen geht oder wenn es schnell gehen muss oder wenn man nach Hause was bestellt, ist Sushi einfach das Optimale. Super lecker mit schönen großen Lachsstücken oder auch Thunfischstücken drauf. Ist es einfach super eiweißhaltig. Man hat einen guten Omega-3-Wert dabei und ist einfach top gesättigt auch. Und genau, so zum Naschen, gerade auch im Sommer natürlich eine tolle Empfehlung für einen Restaurantbesuch. Mein Platz 3. Wenn man ins Steakhouse geht, bekommt man meistens zum Steak irgendwie Pommes dazu serviert. Die kann man aber ganz häufig auch austauschen und sagen, man hätte gerne noch eine zweite Beilage in Form von Gemüse. Und da bietet sich an, zu einem schönen Filet Blattspinat oder Brokkoli zu wählen und da dann entsprechend die doppelte Menge zu nehmen. Auf die Soße sollte man natürlich da auch am besten verzichten. Die ist meistens sehr, sehr fettig und alternativ, wenn man es mag, kann man da zu Senf greifen. Also fragt einfach mal beim nächsten Steakhouse-Besuch nach, ob ihr eine kleine Portion Senf bekommen könnt. Die ist nämlich kalorisch deutlich adäquater und passt auch gut zum Steak. Genau, und dann mit der doppelten Portion Gemüse seid ihr da auf jeden Fall auch fitnessgerecht im Restaurant unterwegs. Mein Platz 2 in der aktuellen Zeit vor allem ist Spargel. Spargel mit ein paar Kartoffelchen und dem Schinken dazu ist super. Das einzige Manko an der ganzen Sache ist die Soße. Die Soße Hollandaise ist natürlich sehr, sehr fettig und kalorisch sehr reichhaltig. Und auf die sollte man auf jeden Fall verzichten. Alternativ kann man da sich ein bisschen Butterchen drüber machen, ein bisschen oder wirklich ein bisschen von der Sauce Hollandaise. Oder man verzichtet wirklich einfach mal komplett darauf. Ja, und genießt einfach die Geschmäcker des Spargels und der Kartoffel. Passt einfach herrlich zusammen und ist auf jeden Fall da auch fitnessgerecht, wenn man mal auswärts essen geht. Und auf Platz 1, wenn man zum Griechen geht, ist es ja häufig auch sehr, sehr fettreich und da liegt es aber meistens dann natürlich auch an den Soßen und an dem Eingelegten und so weiter. Aber auch da gibt es schöne Alternativen, zum Beispiel einfach mal als Vorschlag, man kann auch zwei Vorspeisen anstatt einer Hauptspeise bestellen und bei den Vorspeisen gibt es einfach auch schöne Varianten. So kann man beim Griechen zum Beispiel einen Oktopus auch bestellen, Souvlaki oder generell die ganzen schönen Fleischspieße, gegrillte Sachen, kann man da super gut wählen. Und das Ganze geht natürlich auch mit einer schönen, tollen, großen Portion Gemüse. Und Tzatziki an sich ist ja auch schön quarklastig. Und wenn man da dann ein bisschen Tzatziki dazu nimmt und nicht die anderen fetten Soßen, ist das Ganze auch schon fitnessgerechter. Und das, was man beim Essen gehen generell ja häufig macht, ist im Vorfeld ein bisschen Brot in Öl zu dippen oder mit Kräuterbutter zu essen. Und das sollte man natürlich in der fitnessgerechten Ernährungsweise dann skippen und ja, direkt mit dem Essen dann beginnen. So kann man sich auch viel mehr aufs Essen konzentrieren und ist nicht vorab schon vom Brot gesättigt
Und ja, das sind so meine Alternativen zum Bestellen beim Restaurantbesuch. Als Alternative auch zu einem Salat beispielsweise. Man muss ja nicht immer nur Salat bestellen, wenn man essen geht. Aber das ist natürlich auch noch eine Top-Alternative. So, das soweit von mir. Ein paar Einblendungen habt ihr gesehen, was ich so esse. Meine Empfehlung für euch. Schaut weiter bei Instagram und Facebook vorbei. Die besten Supplements, Body IP Nutrition mit meinem Code MARA10 spart ihr da auch nochmal. Und ja, bis ganz bald, eure Mara.